Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Auf diesem kleinen Mann lastet jetzt eine große Verantwortung. Die Verantwortung für das Haus der Dynastie, das Herzogtum. 9 Jahre ist der Altherzog Zentoll. Aber er wird die Sache sicher nicht alleine übernehmen. Ich war verwirrt das letzte Mal, weil wir seinen Freund, den er hat, einen erwachsenen Freund Teodoro, eigentlich an den Hof gerufen hat, aber dieser nicht auswählbar war. Das kommt aber deshalb, weil er noch gar nicht da ist. Ich muss, glaube ich, ein bisschen Geduld zeigen. Und ja, ich stelle mir das schon so vor, dass dieser Teodoro dann einen gewissen Teil der Verantwortung übernimmt. Wir warten mal ein paar Tage ab. Ja, jetzt ist Teodoro endlich da. Jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden Teodoro bitten, beziehungsweise das können wir hier auch machen, ne? Kind unterrichten. Teodoro soll das tun. Er ist Freund und unser Herzog wird jetzt Mündel. Das halte ich für eine nachvollziehbare Entscheidung jetzt erstmal dieser beiden. Vorschlag abschicken, das wird sicher angenommen. So, und dann gucken wir mal, ob jetzt es möglich ist, Teodoro auch zum Kanzler zu machen. Ja, da ist er. Wir können ihn zuweisen, hervorragend. Julian wird entlassen, Teodoro wird der Kanzler. Und ja, ich denke schon, dass jetzt wir uns vorstellen können, dass wesentliche Entscheidungen durch Teodoro auch getroffen werden. Sicher hat die Mutter noch ein Wörtchen mitzureden, aber wir wollen uns jetzt mal rollenspielerisch auf eine Person konzentrieren, sonst wird es schwer und beliebig mit den Eigenschaften. Also ich werde jetzt nicht, ich werde hier und da vielleicht ihn schon heranziehen, aber im Wesentlichen dann eben Teodoro. Was ist Teodoro? Und ich finde, er ist ganz passend in dieser Situation. Er ist ruhig, fleißig und eigenwillig. Das heißt, er zieht sein Ding durch, aber insgesamt würde ich sagen, ist er wohlwollend und ja, wie soll ich sagen? Also ich glaube, dadurch, dass er jetzt ein echter Freund ist, hat er da ein Interesse, dass das alles klappt und dass Herzog Zentoll hier in Ruhe erwachsen werden kann und die Provence stabil bleibt. Ich denke also, dass er da keine eigenen großen Ambitionen hat. Was er sicher unternehmen wird, er wird versuchen, jetzt Kosten einzusparen und wir haben einen hohen Kostenfaktor, den wir uns jetzt nicht mehr leisten können. Hier ist ja auch niemand paranoid und die Situation ist eine andere. Ich denke, wir werden Sunifredo entlassen. Allerdings kostet dies 200 Prestige. Das ist natürlich eine Menge. Ist die Frage. Gibt es da irgendwie eine Zeit, wann das abläuft? Irgendwie nach 5 Jahren oder so? Bin mir nicht ganz sicher. Die Aberkennung dieses Hofamts führt zu folgendem. Nee, das scheint immer dazu zu führen. Okay, ja, dann ist das einfach so. Dann müssen wir damit leben. Aber 0,5 jetzt für viele Jahre zu zahlen. Na, es gibt jetzt im Moment keinen Anlass der Furcht, habe ich den Eindruck. Wobei wir immer noch Graf Simon haben, der, ja, das ist natürlich die große Frage, der einen Platz am Hofe wünscht und der ist natürlich noch gefährlich, ne? Ja, da müssen wir mal gucken, vielleicht integrieren wir ihn ja auch. Also was ist sein Talent? Er ist mindestens ein so guter Verwalter wie Louis. Ich denke, wir werden mal den Weg der Integration versuchen. Schauen wir mal, ob das geht. Was nicht geht, ist, dass wir hier Komplotte machen, weil wir ein Kind sind. Ist uns das nicht möglich? Gehen wir erstmal den Weg des Kompromisses. Entlassen diesen, nehmen diesen rein. Oh, immer noch minus 76. Und Anspruchsteller auf Titel kommt hier auch noch hinzu. Was hat er denn für einen Anspruch auf welchen Titel? Anspruch auf die Grafschaft von Nassau? Ernsthaft? Okay. Das ist natürlich ein anderer Schnack. Gut, ich würde mal sagen, wir belassen es dann doch lieber mit dem Leibwächter angesichts dieser Situation. Und was wir natürlich brauchen, ist ein Bündnispartner. Und ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut. Die ganze Sache ist nicht so einfach. Eine Sache will ich kurz nochmal überprüfen hier in der Nachbarschaft. Haben wir hier eine Möglichkeit, die ich übersehen habe? Toulouse ist leider zu schwach, beziehungsweise das Herzogtum Languedoc mit 473. Das wird uns nicht viel helfen. 731, das wäre schön. Aquitanien selbst mit 1100, aber hier gibt es, glaube ich, keine gute Option. Sie ist 19. Nein, dann komme ich auf das zurück, was ich mir angeschaut habe. Oder was ist hier mit Lothringen selbst? Ah, das ist der König von Lothringen. Ah,
Es gibt einen König. Ach, was ist denn da schon wieder passiert? Da wird es... Ja, okay, alles klar. Karl der Kahle ist gestorben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und zwar 887, im September 887. Und daraufhin muss es eine Erbteilung gegeben haben. Und zwar hat sein Sohn Ludwig II., der Stammler, hat dieses Reich erhalten. Und wer ist der von Lothringen? Wie steht er zu ihm? Ja, das ist ein anderer Sohn offenbar. Clotaire hat also Lothringen erhalten. Okay, das ist eine wichtige Kiste. Verbündet mit Westfranken. Also sie sind sich erstmal hier einig. Ganz interessant. Okay, das nur nebenbei. Nein, ich habe jetzt folgenden Partner mir ausgesucht. Und zwar das unabhängige Herzogtum von Kärnten. Es würde auch das Herzogtum Österreich möglich sein. Hier sind aber die Töchter erst 0. Das finde ich nicht so gut. Hier ist eine Ilsa, die ist schon 6. Außerdem liegt es an der Grenze zum Königreich Italien. Das heißt, hier könnten Armeen uns relativ einfach zu Hilfe kommen. Das finde ich nicht schlecht. 1675 Mann ist auch eine Hausnummer, mit denen man was anfangen kann. Insofern werde ich jetzt hier diese Verlobung mit Ilsa von Babenberg arrangieren. So, 9 und 6, das passt ganz gut. Okay, also der Vorschlag wird abgeschickt. Der Vorteil ist, wenn es dann auch zur Hochzeit kommt, kriegen wir endlich mal eine Mitgift. Und entsprechend meiner Regel wären das sogar 100 Gold in diesem Falle, die wir von ihm hier abziehen würden. Beziehungsweise dann würde das aber natürlich... dann würden wir das tatsächlich selbst bekommen. Oh ja, sehr schön, prima. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. So, das ist das eine. Ja, dann haben wir im Prinzip alles. Der Rat ist besetzt. Wir müssen ihn hier unter Beobachtung halten. Ich hoffe, also es wird ja zum Bündnis kommen. Und das heißt, genau, der würde uns auch zu Hilfe kommen, wenn es hier zu einer Attacke käme. Er hat, warte mal, wir gucken mal ganz kurz, hat er immer noch das Bündnis mit Savoyen und auch mit der Gräfin von Lombardia? Das würde selbst mit unserem Bündnis eine knappe Kiste werden. Sehe ich gerade. Fausta ist gestorben. Okay. Lombardia, warte mal. Hat er dann trotzdem noch das Bündnis? Ja. Und wer hat das jetzt geerbt? Reisenda. Das ist unsere Tante. Die mit Simon Bosonit. Das ist ja sein... So, das ist natürlich auch wirklich perfide. Das ist ja sowas von perfide. Diese Sache haben wir ja noch organisiert, um ihn im Zaum zu halten. Und jetzt führt diese Verlobung dazu, dass er hier noch eine zusätzliche, relativ mächtige Bündnispartnerin hat und wir nicht. Können wir hier noch irgendwas machen? Können wir auch ein Bündnis aushandeln? Nein. Okay, sie würden nicht annehmen. Theoretisch wäre es sogar möglich. Nee, wir können hier leider nichts tun dagegen. Das ist ja sehr, sehr unangenehm. Okay, es gäbe eine Möglichkeit. Es gäbe eine Möglichkeit, unsere Position noch weiter zu verstärken. Wir könnten unseren Bruder, das ist übrigens ein Bruder, ich hatte zwischenzeitlich gedacht, das wäre eine Schwester, aber Francais ist ein Bruder, 5 Jahre, den könnten wir auch noch verloben. Da gäbe es die Möglichkeit zum Beispiel mit Österreich. Aber vielleicht ist es ja nicht nötig. Wir beobachten mal, was der Graf dort anstellt. Wir werden das sehen. Ansonsten, ich erwähnte, es sind unsere Möglichkeiten wirklich extrem begrenzt. Wir können meines Erachtens gar nichts großartig... Ach so, Spieltreffen, ja, richtig. Das machen wir mal. Wir treffen wir treffen eure Gleichgestellten im Venaissant. Alle kleinen Damen und Herren im Reich einladen, damit sie die Gesellschaft anderer Kinder genießen. Das ist irgendwie eine merkwürdige Sache. Aber das werden wir tun. 20 Gold werden wir dafür investieren. Wir verschicken entsprechende Einladungen. Mal gucken, was hier passiert. Versammlung. Alle sind hier. Als all die kleinen Fürsten und Damen in den Raum geführt werden, werde ich immer ausgelassener und fröhlicher. Ich bin begeistert, dass Simon, Sohn und Erbe von meinem Ratsverwalter, Graf Simon, ja, das ist der, ja, ja, genau, und Herz, oh Gott, ein Unruhhänger ist auch dabei, der neue Herzog, ja, da sind sie alle, beide gekommen sind, ganz zu schweigen davon, dass Herzogin Ansel Berger es auch geschafft hat. Oh Gott, die ganze Kinderklicke von Italien ist hier zusammengekommen. Das Spieltreffen beginnt.
Savary, Sohn meines Lehnsherrn König Ludwig, und ich sehen zu, wie die Ritter im Hof üben, als mein Freund Teodoro mit einem Lächeln an uns herantritt. Was sagt ihr, Kinder? Meint ihr, ihr könnt euch die Grundlagen aneignen? Okay, warum kriegen wir hier Anspannung? Vielleicht kriegen wir Anspannung. Okay, hier könnten wir zusehen. Warte mal, unsere Eigenschaft ist herrisch. Ich würde sagen, doch, das ist eher unser Ding. Wir versuchen es. Und wie sehr ihr euch versteht es einfach nicht. Ernsthaft? So dumm stellen wir uns an bei dieser Sache. Das bringt uns 40 Anspannung. Wie unangenehm. Okay, was ist hier noch los? Fürstbischof billigt uns nicht. Krieg erklären ist kein Thema. Patruina de Cantabria kann heiraten. Ach so, das ist unsere Mutter, nicht wahr? Genau. Ja, aber wäre das auch noch mal eine Möglichkeit, um ein Bündnis zu bekommen? Das ist ja eine interessante Option. Ich meinte, so viele Möglichkeiten hat sie dann nicht. Rouen wäre eine Möglichkeit, den Grafen von Rouen zu heiraten. 1330, aber der ist 19. Das ist irgendwie eine komische Heirat. Also sie ist 27. Sie ist ja noch gar nicht so alt. Stimmt. So, warte mal, wir gucken mal, wo liegt Rouen genau? Ah, relativ weit weg. Sehr unschön. Ansbach. Ansbach hat 1200. Ah, ist mir auch ein bisschen zu weit entfernt. Slowenien auch weit weg. Polen. Egenorf Unruhachinger. Ne, das passt, glaube ich, nicht. Anjou, auch alles sehr weit entfernt. Ne, ich würde mal sagen, das haben wir noch als Notoption offen. Erbes der Zweite in der Nachfolge von Lombardia, auch interessant. Und wir sind Erster in der Nachfolge für den Titel von Lombardia. Aber derzeit ist es natürlich Gräfin Reisenda. Und hier hoffe ich, dass wir irgendwann mal dort ein Bündnis bekommen. Immerhin gibt es dort eine enge Verwandtschaft. Spieltreffen, die Sprachbarriere. Ach ja, das Problem. Wir können uns aber keinen Tutor leisten. Verzeiht, Hütte. Sie kehrt in ihre bescheidene Hütte zurück, nicht in ihre verscheidene Schütte. Trotz ihrer guten Manieren zieht Ermengelida. Ermengelida ist wer? Tochter von Herzog Adalberto, ah, okay. Vor lauter Verdruss die Augenbrauen zusammen. Die vulgär-dockische und die vulgär-italienische Sprache scheinen mehr Unterschied als Gemeinsamkeiten aufzuweisen, weswegen wir so damit zu kämpfen haben und zu verständigen. Vielleicht kann ich ja etwas tun, damit wir ohne Streit miteinander spielen können. Oder soll ich einfach hoffen, dass sich das von alleine klärt? Ja, okay, wie ticken wir? Okay, wir sind herrisch. Herrisch tendiert hier eher in diese Richtung, würde ich sagen. Also ich werde langsamer und lauter reden, das sollte helfen. Nee, das passt zu herrisch gar nicht. Sie zu bitten, Sprache zu lernen. Ja. Na, ehrlich gesagt, zu herrisch passt das hier am besten. Wobei, also als Kind ist man ja noch sehr, wisst ihr was, also ich mache mal das obere nicht, aber hier würfel ich mal. Da ist man ja noch relativ offen in der Entwicklung, das will ich jetzt mal nicht so festgelegt haben. Ich würfle mal zwischen diesen beiden. Und ich würfle in zwei, das heißt die erste Option, das heißt wir werden von ihr vielleicht das Vulgär-Italienische lernen. Gucken wir mal. Grobes Spiel. Ich dachte, meine Tante, Gräfin Reisenda und das Bauerskind täten nur so, als würden sie kämpfen, doch plötzlich war da Blut auf dem Boden. Reisenda sackte mit einem Grunzen zusammen und der Bauer über ihr setzt zu einem neuen Angriff an. Was? Was? Ich werde sie retten. Okay, verdammt. Jetzt habe ich nicht gesehen, was passiert ist. Ich glaube, wir sind Freunde geworden, kann das sein? Ich hätte mir den Tooltip anschauen sollen. Der Spaß geht zu Ende. Ja, es war wirklich ein großer Spaß. Es tat gut, eine Weile lang alle Verantwortungen zu vergessen und Zeit mit anderen Kindern zu verbringen, doch mir wurde gesagt, dass ich jetzt zu meinen Pflichten zurückkehren muss. Wir hatten alle so viel Spaß, hoffentlich können wir das bald wieder einmal machen. Okay, wir erhalten Prestige für diese Geschichte und 20 Meinung für 10 Jahre.
Ja, das ist nicht schlecht, muss ich mal sagen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Oh, 75%, dass uns das sogar gelingt. Ich will mal schauen. Habe ich das richtig mitbekommen, dass wir jetzt befreundet sind? Tatsächlich, wir sind mit Gräfin Reisender befreundet. Kann man jetzt vielleicht... 131. Ist ein Anspruchsteller, deswegen wird das niemals passieren. Nein. Okay, aber trotzdem interessant. So, hier ist... Oh, wartet hier. Wir können ein Bündnis mit Infant Gaston Ramirez von Asturien aushandeln. Aha. Immerhin 812 Mann. Ich würde sagen, besser so einen Verbündeten als gar keinen. Alles zur Sicherheit jetzt hier. Geht ja auch darum, falls hier jemand eine Fraktion bildet. Ach, ich weiß gar nicht, ob das bei der Militärstärke mit berücksichtigt wird. Ich glaube eher nicht, ne? Aber falls es eben zum Aufstand kommt, dann sind wir besser gewappnet. Ja, ich denke mal, das wird jetzt eher eine tendenziell ereignislose Zeit. Cousine freigelassen. Okay, das ist die Infantin. Da wissen wir nicht so richtig, was los ist. Haben wir noch jemanden im Kerker? Nein. Also wenn das mit unserem Grafen jetzt gut läuft, dann werde ich den entlassen, den Bodyguard. Graf Simon 54. Ich meine, der hat ja auch schon schlechte Gesundheit. Und er hier wird das Ganze übernehmen und da ist das Verhältnis deutlich besser, ja. Inspiration bei Hofe. Ich bin unglaublich beeindruckt von einem unserer Hausritter. Als ich ihm endlich persönlich vorgestellt werde, schmälert dies meine Begeisterung für ihn in keiner Weise. Ich werde seine Worte für den Rest meines Lebens im Herzen tragen. Okay, das ist jetzt interessant. Das kann jetzt in viele Richtungen gehen. Großzügig, fleißig oder geduldig. Ja, also das ist ein klassischer Fall für einen Würfelwurf. Schauen wir mal, wohin uns das Ganze führen wird. Ich würfle eine 2 und das heißt das Erste. Gebt anderen, was ihnen zusteht, dann ergeht es euch ebenso. Da kommt der Eifert er seinem Urgroßvater, muss man glaube ich schon sagen, nach. Ne? Warte mal. Vater, Berilon, Großvater, Erlulf, Urgroßvater, Angel Botto. Gott, oh Gott. Also, gebt anderen, was ihnen zusteht, dann ergeht es euch ebenso. Damit haben wir die zweite Eigenschaft von ihm erhalten. Wir gucken mal kurz, das bringt ihm Diplomatie, reduziert aber seine monatlichen Einnahmen. Und er mag keine gierigen Charaktere. Okay, die Leichtigkeit der Jugend. Mein Studium der vulgär-italienischen Sprache macht ausgezeichnete Fortschritte. Ich fühle mich, als hätte ich sämtliche Konzentration und Energie der Welt. Mein Name ist Centol. Ich esse gern Pfefferkuchen. Wenn ich mich noch mehr konzentriere, beherrsche ich das in kürzester Zeit fließend. Gut. Wow, wir können das umgehend ausführen. Ist aber auch eine Charakterfrage. Auch hier würde ich sagen, würfeln wir das Ganze. 5. Nein, ich will doch nicht so schnell das Ganze lernen. Lieber anderswo noch rumspielen. Wir wollen ja auch noch kämpfen lernen und ähnliches. Erwachende Anziehung. Als eine... Brüher? Das ist eine Brüher. An mir vorbeigeht, schweißdurchtränkt von der Arbeit, aber mit roten Backen bin ich wie verzaubert. Was ist das für ein Gefühl, dieses Verlangen? Mädchen sind so faszinierend. Okay, wir sind heterosexuell, aber was ist eine Brüher? Nein! Ludbert von Babenbeck ist gestorben. Wieso ist dann das Bündnis? Haben wir mit dem Nachfolger dadurch jetzt kein Bündnis? Oh, verdammt. Müssten wir doch aber, ne? Das verstehe ich nicht. Wir sind mit Ilsa verlobt, aber das Bündnis... Das ist einfach wieder dasselbe. Weil es die Verlobung ist, zählt es nicht als Bündnis. Erst wenn die Hochzeit stattfindet, dann ist das Bündnis wieder da. Ach, das ist irgendwie dämlich. Komische Mechanik. War das früher auch schon so? Wir stehen jetzt wieder sehr schwach da. Möglicherweise muss tatsächlich unser Bruder jetzt nochmal ran, um uns in dieser Zeit jetzt hier ein bisschen zu helfen. Simon, was ist mit dir? Noch muckt er nicht. Ungezügelter Zorn. Meine Verwandte Brunisenda. Brunisenda, wie ist die Ver... Ach so, warte mal. 13. Ah ja, das ist die, für die wir noch eine Mitgift zahlen müssen.
die in das Haus Toskana eingeheiratet hat, geht mir auf die Nerven. Sie redet wie ein Wasserfall, ganz gleich, worum es gerade geht und ganz gleich, wie oft ich ihr sage, dass mich dieses Geplapper nicht schert. Das hört einfach nie auf. Okay, ich würde sagen, ja, ich werde ihr eine Lektion erteilen. Wir sind herrisch, das passt jetzt mal. Sie wird unser Opfer. Oh mein Gott. Was bedeutet das denn nun schon wieder? Okay, warte mal. Gibt es hier noch irgendwie neue Optionen? Nein, sieht nicht so aus. Unschuldige Freuden. Es bessert meine Laune erheblich, Bonnie Sanders endlich in die Schranken weisen zu können. Ich habe es mir angewöhnt, ihr zu folgen und an allem, was sie tut, lautstark herumzumäkeln. Ist doch nur Spaß. Naja gut, da gibt es aber schlimmere Sachen, würde ich mal sagen. Da kann sie sich ja noch glücklich schätzen. Oh. Und der alte König Ludwig ist gestorben, Gicht geplagt, mit 54. Und nun ist, und das ist jetzt schon wichtig, ist sein Sohn König geworden, Lothar der Zweite. Und seine Frau ist Gisela. Und Gisela ist eine aus dem Haus La Tour de Pin. Allerdings so viele Generationen entfernt, dass uns das nicht mehr nützt. Gut, gleiche Dynastie plus 5, das ist der einzige Punkt. Aber ansonsten, es gibt kein Bündnis. Das ist natürlich wirklich schade. Also, unser Urgroßvater hat da so eine gute Heiratspolitik betrieben, aber wir profitieren jetzt leider nicht mehr davon. 2100 Mann hat er nur noch. Zwei Grafschaften, ein schwacher König. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass er sich hier ewig halten kann. Das Ganze steht ebenso wie unser Herzogtum auch auf sehr tönenden Füßen. Was ist eigentlich hier in Frankreich los? Verteidigen gegen Dijon-Tyranneikrieg und verteidigen gegen Hechstein. Oh, das ist eine Invasion. Aber nur mit 5900. Das sollte er hinbekommen. Ansonsten wäre es ziemlich fett. Lothringen selbst ist stabil. Okay. So, Fraktion ist geschaffen worden. Naja, Prinz Savary, das ist doch einer der Söhne, oder? Das ist auch ein Sohn von Ludwig II. Was will er? Der will Giselle auf den Thron bringen. Wer ist denn jetzt? Warte mal, das müssen wir uns kurz angucken. Giselle ist eigentlich eine Nonne. Okay, ich glaube, die älteste Tochter des Königs, die er zur Nonne gemacht hat. Hä? Das geht? Okay, das wäre ja eine sehr skurrile Aktion. Aber nur ein Mitglied. Aber so ein blöder... Na gut, er hat zwei Grafschaften. Kriegt hier schon so viel Militärstärke. Oh Gott, das ist alles ein Trauerspiel in diesem Königreich. Komplett zersplittert. Ich bin echt gespannt. Die Sprache meines Stammbaums. Mutter lässt hier und da ein bisschen vulgär iberisch in ihre Worte einfließen und ich stelle fest, dass ich die Sprache inzwischen besser verstehe. Ich bin mir sicher, wenn ich mir Mühe gebe, kann ich gut genug darin werden, damit Mutter und ich ganz neue Unterhaltung miteinander führen können. Ja, das ist vielleicht von der Motivation her noch ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Okay, aber es gibt uns kritische Anspannung, wenn es die Mutter ist. Nee, aber das würfeln wir auch. Beides ist möglich. Könnte uns schon als Kind übermannen. Wollen wir mal gucken. Ich würfle eine 5. Das ist langweilig. Warum sollte man überhaupt vulgär iberisch lernen? Also, unser Typ ist nicht sehr bildungsnah, sagen wir es mal schon. Ungebetene Aufmerksamkeit. Ansaldo belästigt mich nun schon eine ganze Weile. Er ist bösartig. Ansaldo di Genua. Okay, er ist der Sohn des Grafen von Genua. Er ist bösartig. Ständig werde ich verspottet und herumgeschubst. Ich schaffe es einfach nicht, dass er aufhört. Ganz gleich, was ich auch versuche. Okay, das wird unser Quälgeist. Könnte zum Rivalen werden. Ist insofern interessant, weil es hier direkt in der Nachbarschaft ist.
Einweihung in die Hexerei. Er fuhrt vom Geheimnis von Brunisenda. Brunisenda ist unser Opfer. Aber warum, warte mal, warte, warum hat sie 20 Meinungen von uns erhalten? Beeindruckt. Weil wir ein Geheimnis erfahren haben? Komisch. Okay. Also, der Kinderprediger. Ich wurde Zeuge einer interessanten Begebenheit. Mein ungestümes Opfer, Brunisenda. Sie lachten und verspotteten sie eine Weile, bevor das Geschubse anfing. Trotz des Spottes versuchte sie, die Lektion fortzusetzen, bis der erste Schlag landete. Okay, vermutlich versuchte sie, ihre Hexendasein irgendwie hier weiterzugeben. So, was können wir tun? Wir können sie beschützen, tapfer sein, ruhig sein, religiöser Eiferer werden oder einfach zugucken. Akte der Wohl- und Mildtätigkeit sind Zentol nicht fremd. Okay, warte mal. Wenn das der Fall ist, würde ich sagen, dass wir das nicht tun. Einfach zugucken. Ist halt nur die Frage, mit welcher Begründung wir eingreifen. Zu herrisch, finde ich, passt die zweite nicht. Das heißt, ich werde die Option beschränken auf die erste und diese hier. Tapfer oder religiöser Eiferer? Das ist die Frage. Das passt jetzt am besten. Und ich würfle eine 1, das heißt, unser Herrscher wird tapfer. Ich beschütze dich. Und tatsächlich, haben wir eine Verwundung? Sei ihr verlor die. Okay, wir hatten kurzzeitig eine Verwundung. Okay, sind aber tapfer. Ob nun Herausforderungen oder Gefahren, Zentol fürchtet nichts. Kriegsführung plus 2, Kampfgeschick plus 3, Anziehungsmeinung, Meinung von Vasallen. Wahrscheinlichkeit in der Schlacht zu sterben plus 100%. Aha, na gut, er ist auf jeden Fall in den Schlachten, wenn es sie dann geben wird, ist er mit dabei. Sehr interessant. Gut. So, und wir werden, nein, ernsthaft, wir werden in einen Krieg gerufen. Anspruch des Infanten Nuño auf das Königreich Asturien. Okay, das ist eine relativ komplizierte Lage dort im fernen Iberien. Wir werden, ich glaube, wir werden der Form halber annehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir damit ziehen werden. Weiß ich nicht. Was passiert hier? Euer Großvater greift ein. Okay, wir gucken uns den Krieg kurz mal an. Also. Das ist, glaube ich, unser Großvater. Er ist Angreifer. Er möchte Infant Nuño zum König von Asturien machen. Die Gegnerin ist die Königin von Asturien. Und die Sache sieht schon ohne uns erstmal so aus, als ob es gelingen könnte. Allerdings hat sie noch mächtige Verbündete. Hier gab es auch noch einen Krieg. König Ludwig hat einen Krieg. Ah, okay, das war dieser interne Krieg. Den hat er gewonnen. Nun gut, alles klar. Ja, das wär's dann erstmal. Krieg gegen die Tyrannei. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Hier ist auch was gestartet. Achso, das ist noch dieser Korsika-Krieg. Ja, okay, das ist aber relevant. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir an dieser Stelle erstmal Pause. Es sieht so aus, er ist 11, scheint ganz gut durchzukommen. Es sieht auch so aus, als ob Graf Simon sich ruhig verhält. Ich denke, wir können dann das nächste Mal unseren teuren Leibwächter entlassen. Das scheint mir jetzt nicht mehr nötig zu sein. Scheint hier alles friedlich zu bleiben und er wird auch nicht mehr lange leben. Und mit dem ist das Verhältnis dann deutlich, deutlich besser und entspannter. Gut, in diesem Sinne, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.